Ja, also wenn ich daran denke, wie sie begonnen hat, als das Ganze startete, ich erinnere noch den 1. Februar, es war ein Samstag und unser Infektionsschutzreferent hatte Geburtstag und wir sind nach Germersheim gefahren, weil dort kamen die Rückkehrenden aus Wuhan an. Wir hatten dort die Kasernen zur Verfügung gestellt und die wurden alle in Quarantäne genommen. Wir haben die Rote Kreuz-Mitarbeiter noch begrüßt und die auch mit in Quarantäne gegangen sind. Und das war alles sehr aufregend und wir wussten nicht, oh Gott, wie wird das jetzt weitergehen mit den Testungen. Und ja, nach 14 Tagen war alles gut überstanden und wir haben sie nach Hause geschickt. Und ich habe gedacht, Mensch, was war das eine anstrengende Zeit. Ja? Was war das anstrengend, was war das herausfordernd, aber Corona, das haben wir jetzt ja geschafft. Ja, und dann kam Karneval oder Fastnacht und ich weiß, wir sind damals vor den närrischen Tagen geflohen, sind an die Nordsee gefahren, nach Borkum und waren dann so völlig off von Corona, kamen wieder, es war Aschermittwoch und dann hatten wir den ersten Fall in Rheinland-Pfalz. Und seitdem war nichts mehr so wie vorher. Dann gingen all die großen Debatten los, Schutzausrüstung, Testungen. Dann war der erste Todesfall in Rheinland-Pfalz zu beklagen. Das war auch nochmal so ein Einschnitt. Ja. Also das war ein ständiges sich weiterentwickeln. Immer wenn man dachte, jetzt hast du wieder eine Etappe geschafft, kam wieder was Neues. Und also ich habe aber auch erlebt, unglaublich großen Zusammenhalt. Ja. In allen Bereichen, im beruflichen, im privaten Bereich. Also diese Corona-Pandemie hat vieles auch noch mal mir ganz deutlich vor Augen geführt, was man vielleicht sonst gar nicht so im Alltag bewusst wahrnimmt. Also herausfordernd war, noch nicht wehgetan, aber herausfordernd war schon das Thema, was, glaube ich, viele berufstätige Eltern auch erleben, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber auch das Zusammenleben normalerweise mit Großeltern. Also bei uns ist es so, ich habe zwei Kinder, schulpflichtige Kinder, 6 und 10 Jahre alt. Beide natürlich dann Homeschooling betroffen. Der Jüngste war damals im ersten Schuljahr. Der hat eigentlich überhaupt gar keine Klassengemeinschaft erlebt. Die Große war dann kurz vorm Ende ihres 4. Schuljahres. Die freute sich eigentlich darauf, einen schönen Schulabschluss zu haben. Das war auch nicht. Wir haben den 6. Geburtstag meines Sohnes in der Corona-Pandemie ganz zu Beginn gefeiert, am 28. März damals. Das war dann ohne Opa, ohne Oma, ohne Freunde und was eigentlich für die total wichtig ist. Also das waren schon so Situationen, wo man immer wieder erklären musste, warum ist das so? Ich erinnere an Ostern. Ja? Ich hab nicht viele Geschwister, ja, aber auch meinen Mann nicht. Deswegen ist dann so mit den Eltern, mit den Schwiegereltern, mit den Urgroßeltern sitzt man halt dann schon an diesen besonderen Tagen sehr eng auch zusammen. Letztes Jahr an Ostern war das nicht. Ich kam dann runter, schaue in den Garten, dann hatten meine Eltern ein Transparent aufgestellt mit Frohe Ostern, weil sie eben nicht da sein konnten. Ja? Und also das waren so Erlebnisse, das berührt mich jetzt immer noch, weil das so ganz ungewohnt war. Und wir mussten es halt auch den Kindern immer erklären. Ja? Nee, das geht dies Jahr nicht deswegen und deswegen. Mittlerweile, auch das erschreckt mich ein bisschen, ist es für die selbstverständlich. Ja, dann kommt der kleine Coole um die Ecke und sagt, ja, ist nicht wegen Corona. Ne? Oder ja, Mama, wir müssen Maske anziehen, Corona. Also das ist gerade den Kindern so in Fleisch und Blut übergegangen, wo ich denke, ja, das ist für die ein ganz großer Lebensabschnitt jetzt auch schon, ja, in ihren jungen Jahren. Also das fand ich auch sehr, sehr bemerkenswert. Und auch eine große Herausforderung. Ich sage das eben, wir haben zwei Kinder, sind beide berufstätig und wir bekommen auch Unterstützung normalerweise von den Großeltern. Die fiel jetzt auch weg. Ja, meine Eltern sind über 80 und dann war das halt nicht möglich. Und dann stand man wieder, wie viele andere auch, also ist jetzt nicht nur bei mir so, ja, vor der Herausforderung, wie gestaltest du das jetzt eigentlich und wie erklärst du das? Und dann auch deinen Eltern zu sagen, nee, ihr dürft nicht kommen, es ist besser so. Ja, aber es macht doch nichts, wir kommen gerne. Nee, das geht nicht. Also das sind echt so Momente, wo ich denke, wenn man das so im ganz Persönlichen sieht, das tat weh, das war auch die große Herausforderung, das muss man schon sagen. Ja. Und im Beruflichen, wenn ich das noch ergänzen kann, da war meine schlimmste, meine schwierigste Entscheidung, die ich zu treffen hatte, das Besuchsverbot in der Altenpflege.
Wir haben uns, wie gesagt, so lange mit anderen Maßnahmen geholfen, um die Infektion nicht in die Einrichtung reinzutragen. Wir haben Hygienekonzepte mit erarbeitet, wir haben Unterstützung gegeben. Und trotzdem kamen wir irgendwann an den Punkt, wo es dann hieß, wir haben nicht genügend Schutzausrüstung. Es ist noch nicht ausreichend vorbereitet, das Virus grassiert. Wir müssen jetzt die Menschen dort in den Einrichtungen schützen. Das sind die vulnerabelsten Gruppen. Und dieses Besuchsverbot, was jetzt nicht über 2-3 Tage ging, sondern über mehrere Wochen, das tat weh, das war ganz schwer. Und ich habe dann auch Post bekommen, Briefe, Anrufe von Angehörigen, aber auch von alten Menschen selber, die gesagt haben, ich habe vielleicht nur noch dieses Frühjahr zu leben und dann möchte ich mein Enkelkind sehen. Ja? Oh, und das tut schon weh. Und deswegen war dann klar, als wir wieder öffnen konnten, und wir dann auch Schutzausrüstung hatten, jetzt die Testungen haben, die Impfungen laufen, war für uns klar, wir wollen nie wieder ein so dauerhaftes Besuchsverbot. Weil es ist uns zwar gelungen, in dieser Zeit die Bewohner, die Menschen vor dem Virus zu schützen, aber nicht vor der Einsamkeit. Und das war eine ganz schlimme Erfahrung. Mein schönstes Erlebnis, wenn man das sagen kann, während der Corona-Pandemie war, dass wir als Kernfamilie viel mehr Zeit miteinander hatten. Also ich kann mich nicht erinnern, seitdem wir so als Familie sind, dass ich jemals so viel Zeit hatte, eben auch mit den Kindern, mit meinem Mann als Familie zu verbringen. Also, und wir haben das dann auch wirklich genossen. Wir sind dann eben spazieren gegangen samstags vormittags, was ich, glaube ich, noch nie gemacht habe vorher. Ja? Wir haben nachmittags zu Hause gesessen, dann haben Spiele miteinander gespielt. Einfach so, ohne sich es vorher vorzunehmen, zu sagen, wir machen an dem Abend einen Spieleabend oder so. Nee, einfach so. Man hatte Lust, man hatte Zeit dafür. Man musste ja nicht noch dahin und zum anderen Termin und noch irgendwie was. Es war einfach, man hatte Zeit. Und das war schon besonders und auch schön. Ich reise auch total gern, ja, aber trotzdem auch schön, man hat viel mehr seine eigene Heimat entdeckt. Ja, auch das war ein schönes Erlebnis. Und man hat gespürt, das war vorhin, also ich sag, das tat so weh, wie wichtig einem Familie und Freunde sind, weil man sie jetzt einmal so ganz doll vermisst hat, ja. Manchmal regt man sich auch auf oder ärgert sich über den einen, ist ja völlig normal. Und hier hat man echt die große Sehnsucht gehabt, oh, es wäre das schön, ja. Und auch das, finde ich, ist ein schönes Erlebnis, wenn einem das so nochmal bewusst wird. In der Zeit des Verzichts, dass einem das dann so klar wird. Also das war so beruflich, persönlich für mich das, wo ich sage, das waren die schönen Erlebnisse. Und beruflich ist eigentlich immer dann schön, wenn man sieht, dass das, wofür du wirklich Tag und Nacht und dein ganzes Team Tag und Nacht arbeitest, auch einen Erfolg bringt. Ja, also wenn wir jetzt sehen, dass das, was wir, ich nehme mal nur den Bereich Impfen, was dort aus dem Boden gestampft wurde, innerhalb kürzester Zeit, dass das jetzt dazu führt, dass wir wirklich immer deutlich geringere Neuinfektionen bei den alten Menschen haben und das dadurch gelingt, auch Leben zu retten, also das muss man ja in der Deutlichkeit mal sagen, dann sagt man ja, da hat sich jede schlaflose Nacht gelohnt, da hat sich jeder Stress gelohnt, dann ist das auch absolut richtig und das ist dann auch schön, das tut dann auch gut. Dass ich gelernt habe, und das sollten wir uns eben auch wirklich bewahren, dass man in diesen Krisenzeiten wirklich zusammenarbeiten kann. Und das hat mir auch Mut gegeben und das sollte auch anderen Mut machen, weil gerade im politischen Raum weiß ich das so sehr, man zieht sich gerne in seine parteipolitischen Ecken zurück, wenn der Wahlkampf näher rückt, natürlich immer mehr. Es gibt immer den Kampf zwischen Bund, Länder und Kommunen, ja. Aber hier in dieser Krise, in der wirklichen Krisenzeit, hat sich gezeigt, da spielte die Farbe keine Rolle, da spielte die Ebene keine Rolle, da hat man zusammengearbeitet. Und das schweißt auch zusammen, weil es zeigt, wir können das auch zusammen auf den Weg bringen. Wenn es dann ein bisschen besser wieder läuft, stellt man allerdings auch fest, man zieht sich wieder in seine eigenen Boxring-Ecken sozusagen zurück. Aber das ist auch ein Stück weit normal. Aber das, was wirklich wichtig ist und was ich auch mitnehmen würde als Botschaft ist, wenn es drauf ankommt, dann halten wir in Deutschland richtig gut zusammen. Und das hat mich wirklich absolut überzeugt, weil ich kannte es aus dem politischen Geschäft nicht immer so. Also das war schon stark.
Was für mich auch sehr wichtig ist, ich als Gesundheitsministerin, mir war das eigentlich immer schon klar, aber als Botschaft an all die anderen, bewahrt euch wirklich ein flächendeckendes System der Gesundheitsversorgung und kämpft auch darum. Das bedeutet nicht, dass wir alles bewahren sollten an Strukturen, so wie es ist. Es wird immer einen Wandel geben, wir müssen immer gestalten. Aber immer eben im Blick auch zu haben, es muss Große, es muss Kleine geben, es muss Kooperationen geben, Vernetzung geben. Das haben wir, glaube ich, sehr, sehr gut, auch in Rheinland-Pfalz, mit all unseren vielen großen und kleinen Krankenhäusern gezeigt, dass es funktioniert, dass wir damit Versorgung sichern können. Und wir sind oft gescholten worden für unsere Struktur der stationären Versorgung. Und sie hat sich aber hier in diesem Fall bewährt. Und von daher auch bei diesem System der Gesundheitsversorgung, das ist ein gutes System, was wir haben. Es ist leistungsstark und es kann auch, wenn es drauf ankommt, das hat es wirklich hier bewiesen, aus dem Stand sozusagen heraus sich stark und kräftig aufstellen. Und das nehme ich auf jeden Fall auch mit. Und das Dritte, was ich mitnehme, wir sollten vorbereitet sein. Wir waren nicht vorbereitet, nicht für so eine Pandemie. Wir waren vielleicht vorbereitet für Influenza. Pandemie. Aber wir waren nicht vorbereitet für Covid-19. Und wir hatten Pandemiepläne. Klar, die wurden aber von vielen gar nicht ernst genommen. Da hieß es, das ist ein Stück Papier, das ist doch kein Gesetz. Ja? Es war keine Verbindlichkeit da, aber von allen Seiten nicht. Es war auch keine Überprüfung da, weil man irgendwie gedacht hat, sowas wird nicht kommen. Und für das, was kommt, sind wir vorbereitet. Und dann kam alles anders. Also das heißt, sich wirklich auf etwas vorzubereiten und gegebenenfalls auch Vorsorge zu treffen, in dem Wissen, dass es vielleicht niemals kommen wird. Und das muss man auch gegenüber anderen verteidigen, weil es heißt, da werden dann vielleicht Gelder ausgegeben oder Kosten produziert. Das ist doch vielleicht total utopisch. Nein, es ist nicht utopisch. Das hat uns diese Pandemie gezeigt. Wir müssen auch eine gewisse Vorbereitung haben und das bedeutet auch Kosten, damit uns so etwas wie die Covid-19-Pandemie nicht noch mal so überraschen kann.